Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wie baut man was? Mein Name ist Lars und heute bauen wir einen Spielplatz. Und wenn du auch möchtest, dass dein Kommentar so hier unten eingeblendet wird, dann poste mir doch einfach eine schöne Idee. Und wenn ich die baue, also deine Idee übernehme, dann kommt dein Kommentar auch ins Video. Aber jetzt fangen wir sofort mal an. So, für unseren Spielplatz brauchen wir Eichenholz, Fichtenholztreppen, Fichtenholzstufen. Wir brauchen Eichenholz-Zauntor, Holzfalltür, Knöpfe, Fichtenholzzaun, Bruchsteintreppe und Leiter. Und wir fangen einfach mal an. Mein Sandkasten ist jetzt 19 Blöcke lang und 10 Blöcke breit. Also der Bereich mit dem Sand. Mit dem Rand sind es dann 20 mal 11 Blöcke. Wie groß ihr das macht, ist euch natürlich überlassen. Aber hier habe ich mir schon mal zwei Sachen markiert. Das sind die ganz normalen Häuschen, Türmchen, wo man hochklettert, wo man durchlaufen kann. Wie man das so aus seiner eigenen Kindheit und vielleicht auch Jugend mit dem Bierchen kennt. Und da machen wir jetzt erstmal auf beiden Seiten 5 Blöcke hoch Eichenholz. So, jetzt haben wir auf beiden das 5 hoch gemacht. Jetzt müssen wir hier 2 Kästchen hoch oder 2 Blöcke. Man möchte immer, dass ich lieber Blöcke sage. Ich bin leider Mathe geschädigt und sage Kästchen. Aber gut, da kommt eine Leiter dran. Weil wir müssen ja irgendwie hier hochkommen. Hier drinnen machen wir das Ganze dann zu. Einfach so. Dass wir uns da bewegen können. Und wir wollen gleich rüber zu dem Turm laufen. Deswegen machen wir hier außen. Außen, weil das ja jetzt von dem anderen Turm wegguckt. Machen wir so eine Trapdoor rein. Dann können wir nicht rausfallen. Obendrauf machen wir ein ganz normales Dach, wie man das kennt, mit Treppen, aber eins versetzt. Also nicht direkt auf den Säulen drauf, sondern einmal um die Säule rum. Um die Säulen rum. So. Hier auch nochmal. Und hier zu. Das Ganze machen wir jetzt einfach weiter, bis wir unser Dach fertig haben. Also nochmal eine Runde. Und dann oben einfach noch ein Slab drauf. Und dann sind wir eigentlich fertig mit der Dachgeschichte. Weil das Dach auf dem Spielplatz sieht nie sehr spektakulär aus. Es wird alles sehr einfach gehalten, weil Kinder interessiert nicht, wie es aussieht. Hauptsache es funktioniert. So. Jetzt haben wir hier oben natürlich dieses Luftloch, weil wir das Ganze ja einen weiter nach außen gemacht haben. Deswegen machen wir da einfach nochmal Holz rein. So. Und schon steht unser erster Turm fast komplett. Wir machen jetzt hier oben, also wir haben ja hier 3 offene Blöcke. Hier oben machen wir jetzt einmal so und dann gehen wir rein und machen da auch noch eine Trapdoor dran. So, dass wir das oben auch geschlossen kriegen. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Das kann man dann ganz rundherum machen. So, jetzt gehen wir einmal rein. Hier noch eine Trapdoor, da noch eine Trapdoor, da noch eine Trapdoor. Nein, so. Dann hat man noch so ein bisschen Lichteinfall, aber es ist nicht so ganz offen. Dann hat man mehr hier so einen Ausguck oder wie so ein Fenster. Und jetzt kommen wir hierzu. Hier bauen wir jetzt diese Hängebrücken, die so ein bisschen wackeln auf dem Spielplatz dazwischen. Da machen wir einmal so weiter nach außen, eben mit dem Boden im Turm. Dann müssen wir einen runter, das machen wir 3 Kästchen lang. Blöcke, Entschuldigung. Und wieder einen hoch. Also so, 1, 1, 2, 3, 1. Hier drinnen können wir natürlich den Boden erstmal wieder fertig machen. Jetzt ist die Frage, das sieht ein bisschen blöd aus, ne? Einfach so ein bisschen abgehackt, aber wie lassen wir das ein bisschen aussehen wie so eine Hängebrücke? Dafür nehmen wir einmal unsere Eichenholzzauntore. Und machen einfach hier auf jeden Block ein Tor. Und machen das Tor natürlich auf. So. Jetzt haben wir schon so ein bisschen das wabbelige Geländer, wo man sich festhalten kann. Entschuldigung. Und hier machen wir noch Trapdoors dran. Schon sieht das Ganze aus wie eine Brücke. Mann, was ist denn heute los mit der Stimme? So. Schon haben wir unsere Hängebrücke. Jetzt machen wir hier drüben wieder dasselbe Dach drauf.
Also wieder ein Versetzt nach außen, einmal Dach drumherum. Dann nochmal eine Reihe innen bauen. Und wieder die Slab oben drauf. Und dann machen wir auch wieder die Trapdoors, damit wir wieder so ein Fenster haben. So, so, so. Einmal hier rein. Die überstehenden Slabs, die wir zum Bauen genommen haben, wegmachen. Holz rein. Trapdoors rein. Und jetzt müssen wir natürlich wieder außen so einen Block machen, damit wir da wieder von innen die Trapdoors dran bauen können. Weil andersrum würde das nicht so glatt mit dem Baum abschließen, dann würde das so eine Trapdoor-Breite überstehen. Und das wollen wir ja nicht. Nicht beim Spielplatz. Beim Spielplatz ist das alles egal. Da braucht man keine Detailtiefe, da braucht man kein großes Geschnörkel und ausgearbeitet. Es ist ein Spielplatz. So, hier machen wir einfach zwei Treppen hin. Tada, dann kann man da rauf und runter. Ob es jetzt eine Rutsche ist oder nicht, naja, keine wirkliche Rutsche. Hier gehe ich jetzt mal gerade drunter, damit ich hier noch eine Treppe dran machen kann. Und jetzt nehmen wir uns mal Sand und machen das wieder zu. So, und schon haben wir zwei Spielplatztürmchen, durch die man durchlaufen kann. Wo man eine Hängebrücke hat. Bei dem einen kommt man mit der Leiter hoch, beim anderen hat man eine Art Rutsche. Aber die klassischen Häuschen auf dem Spielplatz. Was aber noch fehlt, ist natürlich die Schaukel. Die Schaukel ist essentiell. Wir alle haben sie geliebt. Wir alle haben sie benutzt wie blöd. Und deswegen müssen wir jetzt eine Schaukel machen. 2, 3, 4, 5. Also wir lassen in der Mitte 5 Kätzchen frei. Und machen hier das Ganze 4 Blöcke hoch. Und dann machen wir einfach so. Dann machen wir, muss ich mal gerade überlegen. So, wenn ich mich gerade nicht irre. Das war ein bisschen knifflig gewesen. Und ich schreibe mir da nicht alles auf oder so. Das müssen wir hier nochmal. So, dass wir das Ganze... Ja, genau, das war so richtig. Können wir es hier zumachen. Also nochmal zur Erklärung. Wir machen einen Bogen oben drauf, das auf den Fans drauf, auf den Zaun. Und dann halt immer ein Slab höher. Hier oben haben wir 3 Slabs zusammen. Und hier geht es wieder runter. Das hat einen einfachen Grund. Erstens sieht es ein bisschen runder, ein bisschen schöner aus. Zweitens, hier unten machen wir jetzt, so blöd es klingt, aber... Tore hin. So. Und diese Tore machen wir jetzt immer weiter, bis wir oben sind. Das ist ein bisschen knifflig. Weil man ja immer Shift gedrückt halten muss, damit man ein Tor baut. Das geht im Fliegen natürlich nicht so gut. So. Und hier machen wir das auch nochmal. So. Haben wir so Tore. Sieht irgendwie Banane aus. Die unteren Tore kommen raus. Wir machen alle Tore auf. Die Sonne ist gerade ein bisschen... Ja, man kennt das. Man sitzt auf der Schaukel und sieht nichts. Und ja. Denkt gleich, fliegt man runter und knallt irgendwo gegen. So. Jetzt gehen wir hier hin. Machen da so eine Bank drunter. Nein, wir schaukeln nicht mit einer riesen Bank. Aber es geht einfach darum, dass wir das wieder wegmachen können. Und so einen Block. Einen Slab, einen halben Slab oder einen Slab in die Höhe setzen können. Jetzt gehen wir dahinter, machen da nochmal einen Slab dran. Da eine Trapdoor drauf und die stellen wir hoch. Können wir den hinteren Slab wieder wegmachen und wir haben, tada, Schaukeln. Man könnte die mit Command Blocks animieren, dass sie wirklich so la 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 la. Aber das wäre wieder sehr, sehr viel Aufwand und ich mag ja Command Blocks erstmal nicht benutzen. Gut, soweit, so gut. Wir haben unsere zwei Türme mit Hängebrücke. Wir haben die Schaukel, die ist essentiell. Jetzt fehlt noch die Wippe. Die Wippe ist, ich habe sie geliebt auf dem Spielplatz, die Wippe. Wir bauen eine Wippe. Dafür machen wir so. Zwei Treppen, die aufeinander zulaufen, mit einem Block in der Mitte frei. Dann nehmen wir Fichtenholz und machen das so zu. Jetzt machen wir hier
wieder einen nach unten versetzt, einen Slap und hier einen Slap. Das heißt, wir haben Slap, Slap, Slap. Und das Ganze machen wir in die andere Richtung auch hoch. So. Und hier auch nochmal. Wir haben insgesamt 5 Slaps, die immer einen versetzt so laufen. Und natürlich die Wippe hier jetzt unten und da ist sie oben. Logisch. Jetzt nehmen wir noch die Trapdoor, machen die hier hinten dran und auf der anderen Seite auch. Und schon haben wir auch unsere Sitze bei der Wippe und wir haben eine funktionierende Wippe. Man kann darauf richtig schön rumwippen. Da hinten kann man schaukeln, hier kann man ein bisschen klettern. Passt zum Beispiel super, wenn man so ein kleines Wohngebiet gebaut hat, wo ganz viele Wohnhäuser sind und man in der Mitte vielleicht irgendwie so zwischen ein paar Häusern einen Spielplatz baut für die ganzen Kinder, die da wohnen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, um ein bisschen das Environment aufzubessern in seiner Stadt oder in seinem Dorf oder was man auch immer so in Minecraft baut. Jetzt können wir hingehen, können noch so ein bisschen Töpfe nehmen. Können wir vielleicht hier irgendwie Buddelzeug, ne? Also so Spielzeug für den Spielplatz mit so Bechern und Schaufelchen und so kann man das benutzen. Man kann, wenn man ganz, ganz mies und makaber ist, einen Kopf nehmen und sagen, der kleine Jeremy, der hat sich eingebuddelt. Aber das ist unser Spielplatz. Ich hoffe, euch hat der Spielplatz gefallen. Wenn ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare oder liked das Video. Wenn noch nicht geschehen, könnt ihr den Kanal abonnieren. Wenn ihr selber Bauideen habt und ihr wollt, dass euer Kommentar eingeblendet wird, dann postet mir eure Bauidee einfach auch in die Kommentare. Und da würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.